Hallo Sisi, seit gestern Abend ist das Transferfenster geschlossen. Der VfL hat sich nochmal verstärkt. Was zeichnet Erhan Mazowisch als Spieler aus? Ja, Erhan ist noch ein sehr junger Spieler mit viel Entwicklungspotenzial, hat in seiner Heimat Serbien die Nationalmannschaften alle durchlaufen, ist somit sehr gut ausgebildet, kann variabel eingesetzt werden in der Defensive. Ja, ansonsten ein guter, ruhiger Typ, der hoffentlich die Mannschaft und den Kader auch zeitnah verstärken wird. Ja, wir haben ja einige neue Gesichter hier an der Kastropper Straße begrüßt. Ein paar alte Gesichter sind zurückgekehrt, zum Beispiel Vasileios Zampropoulos. Zudem hat Lars Holtkamp seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie bewertest du insgesamt die doch sehr lange Transferphase? Ja, die Transferphase war wirklich sehr lang und die Zeit davor ja auch sehr speziell mit dem Lockdown und mit dem Sonderspielbetrieb, sodass es für alle eine ganz besondere Situation war. Für uns war wichtig, dass wir Kontinuität an den Tag legen, dass wir die Stabilität, die wir im Sonderspielbetrieb hatten, auch irgendwo wieder in die neue Saison bringen. Da waren Danilo und auch Vasili sehr wichtig für uns. Darüber hinaus ist es natürlich klar, dass man auch neue Reizpunkte setzen will, sodass wir uns auch auf anderen Positionen umgeschaut haben. Alles in allem, glaube ich, haben wir eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, aus jungen Spielern, aus dem eigenen Stall und aus Jungs, die vorwärts wollen. Und jetzt wollen wir zusehen, dass wir eine gute Runde spielen. Wie hat sich denn deine Arbeit speziell bei Transfers aufgrund der Corona-Pandemie verändert? Ja, ist natürlich schon anders, gerade die letzten Live-Sichtungen, die man dann ja gerne nochmal vor Ort vornimmt, wo man wirklich nochmal den letzten Eindruck eines Spielers einholen möchte in den Spielen. Die sind weggefallen, weil die Spiele sehr oft ohne Zuschauer stattfanden. Dazu kamen natürlich noch die Reisebeschränkungen, sodass auch Termine vor Ort mit Spielern, mit Beratern teilweise auch über Video geführt werden mussten. Also alles in allem eine besondere Zeit. Aber es ist für alle nicht leicht aktuell, sodass man sich auch dieser Situation stellen muss. Man muss neue Wege finden und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Ja, eine Sache, die die Fans bestimmt interessiert. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Wie läuft denn so ein Transfer ab? Ja, dieses Paradebeispiel für einen Transfer, den gibt es nicht. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Situationen, die auf einen zukommen. Im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen, dass es immer um den Spieler geht. Es ist aber auch immer ein Berater mit dabei. Es ist der abgebende Club mit dabei, sodass man viele Dinge unter einen Hut bringen muss. Klar, ganz wichtig ist immer einen persönlichen Draht zum Spieler relativ zügig aufzubauen, um zu sehen, wie tickt der Junge, wie könnte es passen, passt er zum Club, passt er zur Stadt, passt er zur Fußballphilosophie und dann natürlich die ganzen wirtschaftlichen Dinge, die mit den Beratern oder mit den Clubs geregelt werden müssen. Also ein sehr, sehr komplexes Thema mit vielen Facetten, wo auch teilweise das Hauptaugenmerk auch sehr schwankend sein kann. Also mal ist es die sportliche Perspektive, mal ist es auf einmal ein wirtschaftliches Thema. Also sehr dynamisches und spannendes Thema, was einen täglich halt vor neue Herausforderungen stellt. Ja, Gerrit Holtmann hat uns im Interview verraten, dass er nach dem Gespräch, was er mit dir, dem Chefcoach und Patrick Fabian hatte, sehr beeindruckt war. Zitat: Wir haben über die Spielphilosophie gesprochen und den VfL im Allgemeinen. Danach musste ich nicht lange überlegen. Ich wusste, dass ich beim VfL spielen will. Läuft das bei jedem Spieler und potenziellen Neuzugang ab? Und was erzählt ihr den Jungs dann über den VfL? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass wir so schnell wie möglich versuchen, direkt ins Gespräch mit dem Spieler zu kommen. Und dann geht es klar aus Trainersicht immer um die Spielphilosophie, um die Positionierung. Wie sieht man den Spieler? Wo sieht man ihn? Man versucht zu erklären, welche Dinge wichtig sind aus fußballerischer Sicht und was dazukommt. Und das haben in dem Gespräch mit Gerrit, Patti und ich auch versucht, so ein bisschen auch die DNA des Clubs zu beschreiben, die Werte der Stadt, wie die Leute hier ticken, was hier wichtig ist. Und Gerrit hat es schön formuliert. Das freut mich, dass er das so formuliert hat. Da hat es auch ganz gut geklappt. So, jetzt nochmal zurück zum Aktuellen. Jetzt ist Länderspielpause. Kommt die vielleicht ganz gelegen, dass sich die Spieler jetzt nochmal besser kennenlernen und auch einspielen können? Natürlich mit Ausnahme unserer Nationalspieler. Ja, es ist immer gut, wenn man Trainingszeiten hat, wenn die Gruppe nochmal zusammenwachsen kann, wenn der Trainer auch nochmal auf einzelne Dinge einwirken kann. Wir haben jetzt auch die Eindrücke der ersten Spiele haben gesehen, was gut funktioniert und wo wir den Hebel noch ansetzen müssen, sodass auch das Testspiel gegen Arminia Bielefeld nochmal wichtig sein wird für die Jungs, die jetzt nicht so viel auf dem Platz standen, da nochmal den Rhythmus zu finden. Wir hätten gerne weitergespielt, klar, weil wir am Ende jetzt auch ungeschlagen sind in der aktuellen Saison. Wir haben 4 Pflichtspiele bestritten, die wir alle nicht verloren haben, was schon mal ganz gut ist. Wir haben aber auch gesehen, dass hier und da noch ein bisschen Sand im Getriebe ist, was auch ganz normal ist zu Beginn der Saison. Und jetzt versuchen wir die Zeit, so gut es geht, zu nutzen, um gegen Braunschweig dann auch wieder 3 Punkte zu holen. Vielen Dank. Bitteschön.